Bestimmt hat sich jeder von euch schon mal gedacht, wie cool es nicht wäre, wenn man einfach so durch die Zeit reisen könnte. Einem Sith aus der alten Republik gelang so etwas, circa. Wenn auch nicht ganz gewollt. Und genau diese Geschichte werde ich euch heute erzählen. Saez Rogon war ein brutaler Sith-Lord, der nichts scheute, um seinen Auftrag zu erfüllen. Zunächst wurde er in den Orden der Jedi unter der Obhut von Jedi-Meister Relin Drurg aufgenommen. Er sah in dem Orden jedoch immer mehr den Zwang und die Sklaverei unter der hellen Seite und gab sich so lieber der zwanglosen dunklen Seite hin. So wandte er sich vom Orden ab und diente unter Nagus Sado in der Sith-Flotte. Der Sith-Lord Sado wollte Rogons Fähigkeiten testen und ließ ihn Lignan, ein seltenes Metall, welches die Fähigkeiten der dunklen Seite verstärkt beschaffen. Als sich der Sith auf den Weg machte, hatte er keine Ahnung davon, dass die Jedi einen Peilsender an seinem Schiff angebracht hatten. Als Rogon dann auf dem Planeten angekommen war, um das Metall abzubauen, programmierte er den Sammeldruiden und als er wieder zum Schiff zurückkehrte, bemerkte er, dass ein Teil seiner Besatzung durch ein Lichtschwert ermordet wurde. Sie waren hier nicht allein. Während das Sith-Schiff einen Hyperraumsprung vorbereitete, gab sich Relin Drurg, Rogans ehemaliger Jedi-Meister, zu erkennen. Es entfachte ein Kampf, welchen der Sith für sich entscheiden konnte. Jedoch bevor er dem Jedi den Todesstoß geben konnte, explodierte eine Bombe am Hyperraumantrieb, welche Drurg zuvor dort angebracht hatte. Durch die Explosion wurde der Kalish ohnmächtig und als er wieder zu sich kam, befand sich das Schiff im Hyperraum. Jedoch drohte es auseinanderzubrechen. So hielt der Sith das Schiff mit Hilfe der Kraft des Lignans zusammen. Was Rogon jedoch nicht wusste, war, dass der Jedi, welcher in einer Rettungskapsel flüchten wollte, sich immer noch auf dem Schiff befand, da er diese aufgrund des Hyperraumes nicht abfeuern konnte. Irgendwie gelang es dann, das Schiff wieder in den realen Raum zurückzubringen. Als der Status des Raumschiffes dann schließlich stabil war, teilte sein 8L6-Droide dem Sith mit, dass sie aufgrund des defekten Hyperraumantriebes nicht nur einen Sprung durch den Raum, sondern auch 5000 Jahre durch die Zeit gemacht hatten. Denn wir befinden uns nun 41 Jahre nach der Schlacht um Yavin. Und erneut gab sich der Jedi-Ritter zu erkennen und stellte sich seinem ehemaligen Schüler. Wieder hatte der Sith die Oberhand, bis Drurg an dem Container mit dem Lignan geschleudert wurde. Der Jedi erhielt durch das Metall so eine enorme Kraft, dass er den Kalish mit einem einzigen Hieb betäubte und ihm dann den Todesstoß gab. Jedoch war's das schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wer eigentlich Nagus Sado ist oder wer allgemein der erste Sith Lord war, dann schaut doch einfach mal in die Beschreibung oder rechts oben in die Infokarte. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und vergesst nicht, möge die Macht mit euch sein. Immer.